Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir hatten ein paar Videos in letzter Zeit gepostet, die sich mit dem Thema Selbstständigkeit, eigenes Unternehmen gründen, Subunternehmer, Kooperationspartner und so weiter und so fort beschäftigen. Dabei kam dann halt die Frage auf, wie viel verdient man überhaupt als Selbstständiger, als Spediteur, Kooperationspartner, was auch immer. Und wie sind da die Umsätze? Wie ist so der Unterschied zwischen einem Spediteur, der nur 1-2 LKW hat oder jemand, der eine ganz große Firma hat? Und das kann man ja so pauschal gar nicht beantworten. Aber ich habe angeboten, in den Kommentaren unter einem Video mal ein Video dazu zu machen, wie man so ein Unternehmen durchkalkuliert und wie sich das sozusagen errechnet. Und das mache ich jetzt. Vielleicht wird das trockenste Video, was je auf dem Kanal hochgeladen wurde und was auch je erscheinen wird. Aber ich gebe mir Mühe, das möglichst praxisnah zu machen und ja, einfach mal euch das mitzugeben, wie ich so darüber denke. Zum einen, was so aus den Lehrbüchern halt rauszuholen ist und zum anderen, womit ich auch nicht einverstanden bin oder wie ich das so sehe oder machen würde. Wir fangen einfach mal an mit der größten Selbstverständlichkeit, die es eigentlich gibt. Und zwar, wir sprechen einmal vom Umsatz und einmal von den Kosten und das ist der Gewinn. Das ist eigentlich ja jedem klar, dass das so die Grundgleichung ist und dass es darauf auch ankommt. Aber trotz allem erlebt man immer wieder, dass der ein oder andere da in seiner Praxis, in seinem Sprachgebrauch oder in seiner täglichen Arbeit das ein bisschen falsch betrachtet. Man hört immer wieder, dass Leute fragen, wie ist denn der Umsatz von dem, was ich jetzt mache, von den Aufträgen oder von dem Einsatz bei euch? Was für Umsätze werde ich denn da haben? Wie sind die Einnahmen dabei? Und letztendlich ist der Punkt Umsatz gar nicht entscheidend, denn entscheidend für das Unternehmen ist ja der Punkt Gewinn. Das heißt, es kann sein, dass man Umsätze hat, die wahnsinnig hoch sind, also super Umsätze, aber auch Kosten hat, die wahnsinnig hoch oder noch höher sind und dadurch keinen Gewinn macht. Beispiel, man macht irgendwelche Schwertransporte. Wenn man einen Schwertransporter hat, der kostet so viel in der Anschaffung und natürlich macht man da bessere Umsätze, als wenn man jetzt einen Standardplanenzug hat. Das wird besser bezahlt, aber wenn die Kosten, die Anschaffungskosten oder die Betriebskosten von diesem Schwertransportfahrzeug eben höher sind als der Umsatz und man dadurch Verlust macht, ist ein hoher Umsatz eigentlich egal. Andersrum kann man auch mit schlechten Umsätzen Gewinn machen, wenn die Kosten einfach niedrig sind. Und von daher gilt es einfach, das Unternehmen als Gesamtkonzept durchzukalkulieren und durchzurechnen. Also ein reiner Fokus auf den Umsatz ist genauso ein Quatsch wie ein reiner Fokus auf die Kosten. Wenn ich jetzt schaue, dass ich mir ganz günstiges Equipment hole oder irgendwo ganz günstig einkaufe, Fahrzeuge zum Beispiel, irgendwelche gebrauchten, die aber dann auf der anderen Seite die Leistung nicht erbringen, die sie erbringen sollten oder so, ist das auch Quatsch. Das heißt, eigentlich die Größe, auf die es ankommt, ist der Gewinn am Ende. Weder Umsatz noch Kosten. Das muss man im Gesamten, spielt das natürlich eine Rolle, aber dieser Fokus nur auf das eine ist eine Vorgehensweise oder eine Redensart, die man sehr oft hört. Die Umsätze sind zu schlecht, die Kosten sind zu hoch, aber letztendlich muss man das eine in Relation zum anderen sehen. Fangen wir mal mit den Kosten an, weil man da ja meistens drüber spricht und da hat auch jeder eine Vorstellung von. Wir fragen uns als allererstes, was für Kosten gibt es überhaupt? Und das ist relativ einfach zu beantworten, hat auch jeder schon mal gehört. Es gibt einmal die variablen Kosten und einmal die Fixkosten. Was ist der Unterschied? Die meisten haben es schon mal gehört, werden es wissen. Die variablen Kosten, die fallen quasi an, umso mehr Auslastung man hat. Also umso mehr man arbeitet, umso mehr man produziert, sagt man in der Industrie. Das heißt, die fallen zum Beispiel an, sage ich mal, wenn man jetzt im Industriebetrieb wäre, würden die pro produzierte Einheit sozusagen steigen. In dem Fall, wir haben eine Spedition, steigen die sozusagen nach der Einheit Kilometer zum Beispiel. Also die sind abhängig von den Kilometern. Da spricht man auch, das sind die Kostentreiber, also die Größe, die dafür verantwortlich ist, dass dieser Kostenpunkt quasi sich erhöht. Wenn wir von Fixkosten reden, das sind Kosten, die sind von der Produktionsmenge oder von der Leistung unabhängig. Die fallen immer an, auch dann, wenn der Fuhrpark steht, wenn das Unternehmen eigentlich nicht arbeitet, sind die trotzdem da. Das heißt, die Fixkosten berechnen wir nicht sozusagen pro Kilometer, pro Produktionseinheit oder was auch immer, sondern die entscheidende Größe für die Fixkosten ist immer die Zeit. Fixkosten entstehen immer pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr. Was sind Beispiele für variable Kosten? Natürlich Diesel. Wenn meine LKW stehen, brauchen die keinen Diesel. Umso mehr Kilometer die fahren, desto mehr Diesel brauchen sie.
Maut ist auch ein variabler Kostenanteil. Umso mehr ich fahre, desto mehr Maut brauche ich. Vorausgesetzt, das ist eine mautpflichtige Strecke, aber das sind ja eh die meisten Strecken. Was sind Beispiele für fixe Kosten? Fixe Kosten sind zum Beispiel Gehälter vom Personal, die gezahlt werden müssen, auch wenn keine Arbeit da ist. Wenn man jetzt irgendjemanden im Büro sitzen hat oder so, der will natürlich auch sein Geld haben, selbst wenn gerade weniger oder mehr Touren da sind, der möchte trotzdem sein Gehalt im Monat bekommen. Oder Werkstattpersonal oder auch der Fahrer, wenn er ein Festgehalt bekommt. Das heißt, das sind Kosten, die sind unabhängig von dem Einsatz. Also die sind unabhängig von den gefahrenen Kilometern oder wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas produzieren würden von den Produktionseinheiten, vom Output, da ist das total unabhängig von. Also hier ist eigentlich die Größe, die das erhöht oder vermindert, ist die Zeit. Ein Monat mehr Fixkosten sozusagen. Das ist jetzt so ein Punkt, da kann man sich jetzt überlegen, wir haben verschiedene Kosten, wir haben verschiedene Umsatz, also haben wir den Gewinn, das passt soweit. Wenn wir aber jetzt mehr ins Detail gehen wollen, dann unterhalten wir uns nicht mehr nur, was für Kosten wir haben, sondern wir fragen uns, wo sind die Kosten? So, jetzt haben wir bestimmte Kosten, bestimmte fixe oder variable Kosten, die können zum Beispiel, fallen die für die LKWs an, für den Fuhrpark, dafür, dass sie unterwegs sind oder Versicherungen oder keine Ahnung, Leasingraten oder sowas, die sind fix und die sind für den LKW sozusagen, kann man die auf den LKW buchen. Auch variable Kosten gibt es, die man quasi auf den Fuhrpark direkt buchen kann. Das sind dann die Kostenstellen sozusagen, Kostenstelle Fuhrpark wäre das. Und genau, wir haben genauso auch Kosten, die dann zum Beispiel nicht direkt auf die LKWs zu buchen sind, sondern wir haben Kosten, die fallen zum Beispiel für eine Werkstatt an, wenn man denn eine hat, eine eigene. Die Werkstatt steht nicht im Zusammenhang mit den LKWs, sondern da fallen auch direkt Kosten an. Oder Miete fürs Betriebsgelände. Oder Kosten fürs Büro, fürs Verwaltungspersonal oder Kosten für was auch immer. Das kann alles sein. Das sind quasi dann sozusagen ja, Kosten, die aber mit dem Fuhrpark eigentlich noch nichts zu tun hat. Jetzt wollen wir am Ende gucken, ist unser Fuhrpark überhaupt rentabel? Also wir gucken uns jetzt an, wie viel Umsatz machen die einzelnen LKW? Wie viel Umsatz macht der, wie viel Umsatz macht der, wie viel Umsatz macht der, wie viel Umsatz macht der? Wir sprechen sozusagen von der Kostenstellenebene. Und da haben wir sozusagen, in unserem Fall, sind die LKWs die Hauptkostenstellen und das sind die Vorkostenstellen. Weil letztendlich die Hauptkostenstellen sind das, wofür wir Rechnungen schreiben und die wirklich die Leistung, die Endleistung, den Kernprozess erbringen. Die Vorkostenstellen, die machen in der Regel jetzt in unserem Beispiel keinen eigenen Umsatz. Also das Büro ist Mittel zum Zweck dafür, dass die fahren können, dass die arbeiten können. Die Werkstatt ist Mittel zum Zweck dafür, dass die quasi in einem guten Zustand gehalten werden. Und der Hof ist dafür da, dass die LKWs da parken können und was weiß ich was. Also das sind nicht die Hauptkostenstellen. Jetzt haben wir aber hier sozusagen Kosten drauf liegen. Also wir haben quasi Kosten von hier sozusagen ja hier rüber geholt. So, Kosten haben wir hier drauf. Wir haben ja zum einen die Kosten gehabt, die wir hier drauf buchen und wir haben auch Kosten gehabt, die wir direkt zuordnen können. Das haben wir ja eben schon gesagt. Jetzt müssen wir quasi innerbetrieblich verrechnen, weil wir wollen ja auf der nächsten Ebene sehen, was für Kosten haben wir überhaupt. Wo haben wir die Kosten und jetzt im dritten Schritt wollen wir auch sehen, sind unsere Fahrzeuge rentabel? Das heißt, wir müssen jetzt eine Umlage betreiben. Wir haben ja bestimmte Kosten, die sind auf dem LKW schon drauf gebucht und jetzt müssen wir eine Umlage machen, weil die anderen Kosten von Werkstatt, von Büro, von Hof, von keine Ahnung was, müssen ja von den LKWs, von den Umsätzen auch eingefahren werden. Also die Kosten müssen ja wieder reingeholt werden. Das heißt, wir müssen sozusagen die auch umlagen. Und hier überlegen wir uns jetzt einfach, wie viel von den Verwaltungskosten verursacht LKW 1, 2, 3, 4. Wie viel von den Werkstattkosten verursacht der und der? Und wie viel von dem Betriebshof verursacht welcher LKW? Und wie viel von sonstigen Kosten verursacht welcher LKW? So, und das kann entweder so sein, dass man sagt, wenn alle LKW ähnliche Leistungen erbringen, dass man die Kosten einfach durch die Anzahl der LKWs teilt und legt die dann um. Es kann aber auch sein, dass man sagt, zum Beispiel der LKW ist viel öfter in der Werkstatt und man verrechnet das noch intern unterschiedlich. Das kann quasi jeder machen, wie er selbst.
Wichtig ist quasi, dass man dann eine Rentabilität sozusagen rauskriegt. So, und am Ende können wir genau das machen. Umsatz minus Kosten ist gleich Gewinn. Und das können wir für jeden LKW jetzt in dem Moment ermitteln. Jetzt sehen wir quasi, wann ein LKW Gewinn macht und wann nicht. Wie sieht denn das in der Praxis aus? Reden wir jetzt mal darüber. Das ist jetzt soweit die Theorie. Jetzt ist es so, dass wir verschiedene Kosten hier haben. Wir haben Dieselkosten, wir haben Mautkosten, wir haben Leasingkosten, Mietkosten, Personalkosten. Jetzt gibt es Kosten, die, da können wir genau sagen, die können wir genau abgrenzen. Denn letztendlich wollen wir irgendwann wissen, macht unser Fuhrpark, macht unser LKW Gewinn. Und dazu brauchen wir einen Zeitraum. Da sagt man meistens Monat. Also wir haben jetzt hier einen Monat. Hier haben wir den Vormonat. Hier haben wir den Monat danach. So. Und jetzt wollen wir quasi für diesen Monat hier wissen, ob wir Gewinn oder Verlust machen sozusagen. Das heißt, wir müssen jetzt sozusagen gucken, welche Umsätze fallen in dem Monat an und welche Kosten fallen in dem Monat an. Und dann hätten wir den Gewinn von diesem Monat eben. Jetzt ist es aber in der Praxis gar nicht so einfach. Denn was ist denn, wenn ein LKW hier beim Umsatz zum Beispiel in einem Vormonat eine Ladung vorlädt und lädt die im Monat danach ab? Das heißt, wir müssten die Umsätze abgrenzen, das Gleiche, wenn er in diesem Monat eine Ladung vorlädt und die in dem Monat ablädt. Das heißt, wir haben in dem Sinne immer Überschneidungen drin. Das Gleiche gilt bei manchen Kostenarten. Wenn wir zum Beispiel den Tank hier nochmal richtig voll gemacht haben, am Ende des Monats und fahren den aber hier leer über die Zeit. Oder wir haben den hier voll gemacht und fahren den leer. Oder wir haben den quasi leer und machen den direkt hier wieder voll. Das heißt, eigentlich haben wir immer Kosten, die den Monat überschneiden. Und da gibt es Fehler. Das heißt, den Zeitraum, um zu erkennen, ob ein LKW rentabel ist oder nicht, der ist in der Theorie, kann man das machen. Man muss da Bestandsabgrenzungen vornehmen und so weiter und so fort. Aber in der Praxis ist es immer so, dass man eigentlich eine ziemlich lange Zeit braucht, um zu erkennen, ob der LKW rentabel ist oder nicht. Und das ist die Gefahr auch in unserem Gewerbe, dass man manchmal sich in die Miese fährt, obwohl man es gar nicht merkt. Weil einfach die Kosten nicht genau in den Monat oder in die Woche oder in den Tag reinpassen, sondern da immer Überschneidungen drin sind. Das Gleiche bei den Umsatzerlösen. Was macht man oder wie geht man da vor? Wir sagen in der Praxis den Leuten, die gerade ihr Unternehmen gründen, die sich selbstständig machen oder in unserem Auftrag fahren wollen, testet. Also fangt an, fahrt mal 4 Wochen für uns oder 5 und dann zieht die ganz. Weil durch die ganzen Überschneidungen, durch die ganzen Geschichten, dass man im Vorhinein ja nicht weiß, was für Dieselkosten man hat, was für, keine Ahnung, Mautkosten man hat, wie vielleicht die Umsätze aussehen, muss man erstmal gucken, ob der Gewinn überhaupt da ist. Deshalb raten wir jemanden, der jetzt keine komplizierten Kalkulationsinstrumente hat, dazu einfach zu testen. Ja, wie funktioniert das jetzt? Grundsätzlich gibt es nämlich noch was. Wir haben einmal, was für Kosten fallen an. Das sind quasi, man sagt, die Kostenarten. Wir haben, wo fallen die Kosten an. Das ist an welchem Bereich unserer Firma. Und jetzt der nächste Punkt, der wird oft vergessen. Bis hierhin arbeiten die meisten Firmen. Da hat man dann eine Kostenstellenbuchhaltung, bekommt dann am Ende raus, welcher LKW in welchem Monat wie rentabel war sozusagen. Aber wir haben eine Frage noch nicht gestellt, nämlich das, wofür? Wofür fallen die Kosten an? Und wofür fallen Kosten an? Natürlich für Kundenaufträge. Verschiedene Aufträge hat man, die man sozusagen hier abarbeitet und die man fährt, also für Kunden. Weil hätte man keine Kunden, würde man ja sozusagen das ganze Geschäft ganz umsonst betreiben. Das heißt, die LKWs sind da, um verschiedene Aufträge zu fahren. Der hier fährt mal so einen Auftrag, der vielleicht auch, dann fährt der mal den. Und man hat, was weiß ich, wie viele Aufträge, die irgendwie LKWs fahren. Jetzt wollen wir eigentlich, ist es schön zu wissen, welche LKWs rentabel sind. Aber eigentlich interessiert uns in der Praxis ja was ganz anderes. Wenn wir uns hier auf der Kostenstellenebene bei dem Wo aufhalten, können wir sehen, nach einer gewissen Zeit, nach mehreren Monaten, dass wir die Überschneidungsfehler rausgemittelt haben, welcher LKW Gewinn macht und welcher nicht. Aber es wird ziemlich schwer sein, rauszufinden, warum macht der LKW Gewinn und warum macht der keinen. Weil demnach haben wir dann eine ganz, ganz mühsame Detailarbeit.
Wir müssen hergehen und müssen gucken, was für Aufträge hat denn der gefahren, was für Kosten hat denn der, wie kann das sein, und wenn diese Zusammensetzung so ist und am Ende haben wir keine Ahnung, warum der Gewinn gemacht hat oder nicht. Das ist ein Problem, das kennen viele Spediteure, die wenigsten geben es zu. Man fährt, man arbeitet, die Kosten steigen, die Erlöse sind okay oder die Kosten fallen mal, die Erlöse verändern sich und auf einmal macht man negative Zahlen und weiß gar nicht wieso. Und man hat doch alles gemacht und irgendwie passt doch alles, man hat von den Kosten her kein Problem, man hat von den Erlösen kein Problem, und auf einmal steigen die Gewinne oder man kommt in die Verlustzone rein und man kann es sich einfach nicht erklären. Es hat sich ein bisschen was geändert, aber es ist halt so, LKWs fahren immer für unterschiedliche Kunden unterschiedliche Aufträge. Wenn einer eine Linie fährt, immer hin und her, das ist ganz einfach. Aber wenn wir hier immer unterschiedliche Transporte machen oder sogar verschiedene Kunden auf einem LKW haben, dann wird es richtig schwer. Und jetzt überlegen wir uns einfach mal, wofür entsteht überhaupt Kosten und Umsatz, nämlich die Aufträge. Und jetzt denken wir darüber nach, wie können wir denn überhaupt rausfinden, welcher Auftrag gut ist und welcher nicht. Und da gibt es auch gewerblichmäßig verschiedene Vorgehensweisen. Also ich fange erst mit dem an, wie man das so in der Theorie macht, und dann erkläre ich, warum das Quatsch ist. Also wir haben zum Beispiel hier variable Kosten. Den Diesel haben wir als variable Kosten. Und jetzt ermitteln wir zum Beispiel, wie viel Liter pro Kilometer haben wir. Angenommen, der LKW würde 30 Liter auf 100 Kilometer brauchen. Also wir haben 0,3 Liter pro Kilometer, 30 Liter auf 100 Kilometer. Angenommen, wir hätten sozusagen 1 Euro pro Liter würde der Diesel kosten, was ja im Moment leider nicht mehr so ist. Aber angenommen, nur damit es sich leichter rechnet, wäre das so, hätten wir quasi 30 Cent pro Kilometer Dieselkosten. Jetzt überlegen wir uns, wie viel Kilometer fährt so ein LKW. Der fährt jetzt, keine Ahnung, so und so viel Kilometer im Monat, und wie viel Mautkosten hat der im Monat. Und jetzt würden wir quasi die Mautkosten pro LKW durch die Kilometer teilen und wüssten im Kilometer, wer durchschnittlich sozusagen, sagen wir 10 Cent pro Kilometer Maut. Es gibt ja auch mautfreie Anteile, das heißt, man macht jetzt hier diese variablen Sätze. So, jetzt könnten wir noch eine Leistungsabschreibung oder andere Sachen als variable Kosten. Ich vereinfache das jetzt mal. Andere variable Kosten, daraus bilden wir jetzt sozusagen eine Summe. Das ist die Summe von den variablen Kosten. Genauso haben wir dann sozusagen die Summe von den Fixkosten. Also wir wüssten sozusagen, unsere Fixkosten haben die und die Höhe, und die teilen wir einfach durch die Stunden, die der LKW im Monat im Einsatz ist. Also Fixkosten pro Stunde vom Monat. So, das heißt, wir haben dann auch einen Fixkostensatz Euro pro Stunde. Hier der variable Kostensatz wäre somit Euro pro Kilometer. Weil wir haben ja gesagt, die variablen Kosten ergeben sich aus jedem gefahrenen Kilometer. Die Fixkosten ergeben sich aus jeder Stunde. Jetzt haben wir einen Auftrag hier, der, sage ich mal, 100 Kilometer ist. Die Tour von Ladestelle zur Entladestelle, also von A nach B, beträgt 100 Kilometer. Jetzt hätten wir sozusagen der LKW, angenommen, der LKW könnte 100 fahren, nur damit es einfach rechnet, würde der eine Stunde brauchen. Oder sagen wir, damit es realistischer ist, der LKW würde sozusagen 50 im Durchschnitt fahren, das passt dann eher, gerade wenn die Landstraße dabei ist, er braucht 2 Stunden und das Laden dauert eine halbe Stunde, das Entladen dauert eine halbe Stunde, sozusagen würden dann 3 Stunden Zeit anfallen. Das heißt, wie würden wir jetzt ausrechnen, was der Auftrag für Kosten hat? Wir nehmen quasi dann diese 100 Kilometer mal den variablen Kostensatz plus die 3 Stunden mal den fixen Kostensatz. Und das sind dann die Kosten des Auftrags. So können wir so Aufträge planen, so können wir das gucken. Wir haben jetzt einen durchschnittlichen Dieselsatz, wir haben einen durchschnittlichen Stundensatz und damit ergeben sich dann Kosten für einen Transportauftrag. Jetzt ist das aber so, dass das eigentlich nur ein Plan ist, nur eine Theorie. Wie das im Ist ausschaut, also wie das tatsächlich ist,
ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Jetzt kommt, genau, mache ich erstmal damit weiter. Jetzt ist es so, wir haben hier von 0,3 Liter gesprochen pro Kilometer, also 30 Liter mal 100 Kilometer. Jetzt gibt es A, B Strecken, wo das passt mit den 30 Litern auf 100 Kilometern. Jetzt gibt es Strecken, da brauchen wir vielleicht nur 28 und es gibt Strecken, da brauchen wir 33 oder gar 36 Liter. In unserem Fall und bei vielen anderen Speditionen macht der Dieselverbrauch ein Drittel der Gesamtkosten aus. Wenn wir sozusagen damit rechnen, dass 30% der Gesamtkosten Diesel ist. So, und jetzt hätten wir sozusagen 10% mehr Dieselkosten, weil wir eine Strecke haben, wo der Verbrauch einfach höher ist als unser Plankostenplatz. Dann hätten wir 3% mehr Gesamtkosten. So, wenn wir jetzt davon sprechen, dass allgemein im Transportgeschäft die Marge, also der Gewinn, kleiner als 3% oder 3% ist oftmals, wie das bei vielen tun ist. Mehr wird nicht verdient, mehr ist die Rendite gar nicht. Dann hätten wir in dem Moment an dem Auftrag schon überhaupt kein Geld verdient, nur weil wir 3 Liter auf 100 Kilometer mehr Diesel brauchen. Dann wäre die Marge schon dahin. Jetzt haben wir noch nicht über die Maut gesprochen. Das heißt, letztendlich ist das nur eine Theorie. Also wir können quasi so perfekt planen, dass das unsere Kosten sind für den Auftrag. In der Praxis müssten wir aber auch hier genau abgrenzen. Das heißt, es wird richtig, richtig schwer. Und den Zeitraum, um sowas festzustellen, geht quasi nur über das System. Und hiermit, dass wir wirklich auf den einzelnen Auftrag kommen, das ist der Wahnsinn. Und das ist eigentlich teilweise gar nicht möglich. Deshalb müssen wir uns die Aufträge anschauen und mit gutem Menschenverstand da mal hintergehen. Es gibt verschiedene Tools, mit denen man besser planen kann. Zum Beispiel PTV, das neue MMN Guide. Da kann man Strecken eingeben und verschiedene Parameter vom Fahrzeug. Der gibt einem dann eine relativ gute Größenordnung, wie der Verbrauch auf so einer Strecke ist. Alternative ist einfach, dem Fahrer viele Zwischenstände durchgeben zu lassen oder mit der Telematik was auszuwerten oder. Falls das gefragt ist, bin ich am Überlegen, mal so eine Excel-Liste oder sowas zu machen, womit man so einen einzelnen Auftrag genau nachkalkulieren kann, dass man auch wirklich weiß, ob seine Planwerte auch dem ist entsprechend. Wenn da Interesse besteht, gerade an die Leute, die schon selbstständig sind, sich selbstständig machen wollen oder größere Flotten haben, schreibt das einfach mal in die Kommentare oder gebt uns einen Daumen hoch, dann erstelle ich sowas bei uns in die Download-Bereich und dann könnt ihr da somit einzelne Aufträge nachkalkulieren. Für alle Großflottenbetreiber, die quasi 100 LKW und mehr haben, wir sind momentan dabei, ein Produkt rauszubringen. Das wird 2019 oder 2020 auf den Markt kommen. Das machen wir gemeinsam mit einem IT-Unternehmen, wie man sowas hier komplett automatisiert, dass man Unternehmen von jeder Seite her, sowohl von dieser Seite, mit automatischer Verbuchung und mit einer automatischen Reporting sich anschauen kann und wirklich bis auf den Cent genau seine Kosten für jeden Auftrag oder für jeden Teilabschnitt sozusagen erkennt. Das ist sehr teuer, das ist erst für welche interessant, sage ich mal, die 100 LKW und mehr haben, weil der Betrag, um das alles individuell einrichten zu lassen, ist einfach sehr hoch, weil dieses Programm einfach mega kompliziert, mega aufwendig zu machen ist. Aber das wollen wir quasi, damit wollen wir irgendwo die Branche unterstützen. Das wird 2019 oder 2020 soweit sein, als kleiner Vorgeschmack. Jetzt haben wir noch eine Sache auch noch nicht bedacht. Das ist das Thema Leerfahrt. Denn bei jedem Auftrag haben wir, wenn wir von A nach B fahren, wollen wir auch irgendwann wieder zurückkommen, weil wir müssen ja wieder zurück auf den Hof kommen oder so. Das heißt, wir brauchen eine Tour von C nach D. Um jetzt von B nach C zu kommen, haben wir Kosten, die kein Mensch bezahlt. Das heißt letztendlich, und auch nach A zu kommen, haben wir theoretisch Kosten, die keiner bezahlt. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man errechnet einen prozentualen Leerkilometeranteil und würde dann quasi hier sozusagen Leerkilometeranteil mal das hier nehmen. Also dass wenn man zum Beispiel einen Leerkilometeranteil von 20% hätte, 20% der Gesamtfahrten sind die Leerfahrten, wäre der Leerkilometeranteil sozusagen in dem Fall 1,2. Das würde dann 20% entsprechen. So.
Dann gibt es noch die Alternative, die halte ich für ganz sinnvoll und sage quasi, der Kunde hier ist dafür verantwortlich, dass der LKW da rauskommt. Das heißt, jeder Kunde trägt die nachstehende Leerfahrt mit. Das heißt, wir würden quasi Kosten nicht von hier nach hier ermitteln, sondern wir würden das hier sozusagen in die Berechnung, also von A bis C sozusagen. Also Kosten wären A bis C. Das heißt, letztendlich kann der Kunde auch dem Kunde keinen Preis machen, der nur von A B geht, sondern wir müssen entweder den Leerkilometeranteil hier mit einbeziehen oder sozusagen auch die Kosten wieder bis hierhin machen, sodass wir auch die Leerfahrten gedeckt haben und nicht zwar super Umsätze für die einzelnen Strecke haben, aber mit den Leerfahrten passt das wieder nicht. Genau, das war das Thema Leerfahrten. Jetzt ist es oftmals so, dass wir A und B einen guten Kunden haben und wir aber von B nicht wissen, zurückzukommen. Es gibt einfach bestimmte Plätze, bestimmte Stellen, bestimmte Regionen, wo sehr viel angeliefert wird, aber nur wenig abgeholt wird. Das heißt, man hat da sehr schwierig, wieder wegzukommen, weil es da keine Touren gibt. Jetzt sind wir irgendwo, wo es so gut wie keine Frachten zurück gibt. Und da steht unser LKW jetzt, da befindet er sich jetzt. Und wir müssen ihn ja irgendwie zurückholen. Jetzt gibt es in der Theorie etwas, das nennt sich langfristige und kurzfristige Preisuntergrenze. Die langfristige Preisuntergrenze ist, wenn alle Kosten sozusagen gedeckt sind. Also quasi alle Kosten sind gedeckt. Das ist die langfristige Preisuntergrenze. Weil langfristig können wir nur dann arbeiten, wenn alle Kosten gedeckt sind. Kurzfristig können wir auch dann arbeiten, also kurzfristige Preisuntergrenze, ist auch dann, wenn nur die variablen Kosten gedeckt sind. Das ist die kurzfristige Preisuntergrenze, denn kurzfristig können wir auch sozusagen dann arbeiten, wenn wir wenigstens einen Diesel und die Maut raus haben. Und wenn da noch ein bisschen was übrig bleibt, was unsere Fixkosten wenigstens runterdrückt, dann ist es immer noch besser, als den LKW stehen zu lassen. Das nennt sich dann den sogenannten Deckungsbeitrag. Also wir hätten zum Beispiel hier den Umsatz minus variable Kosten. Das ist minus variable Kosten, das ist dann der Deckungsbeitrag. Also das, was da noch übrig bleibt, ist quasi der Beitrag, um die Fixkosten zu decken. Wenn der hier größer 0 ist, dann lohnt sich quasi trotzdem noch die Tour zu fahren, kurzfristig, langfristig nicht. Jetzt gibt es aber in dem Transportgeschäft noch eine ganz große Perversion. Selbst manchmal kann es so sein, dass man selbst angewiesen ist, Aufträge anzunehmen und zu fahren, die nicht mal einen Deckungsbeitrag haben. Also wo man noch nicht mal Diesel und Maut raus hat. Denn es ist, wenn wir jetzt irgendwie was produzieren würden, keine Ahnung, wir würden Pumpentöpfe produzieren und wir würden damit keinen Deckungsbeitrag erwirtschaften, würden wir die Maschine ausmachen. Wenn wir aber jetzt einen LKW haben, der hier von A nach B fährt, und wir haben in B keinen, und wir haben jetzt in B keinen Auftrag, der einen Deckungsbeitrag erwirtschaftet, muss der LKW trotzdem zu A zurück. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen den LKW sozusagen von B nach A komplett leer zurückfahren. Also wir hätten sozusagen einmal die Option 1, den leer zurückfahren zu lassen. Die Option 2 wäre, die eigentlich auch übel ist, wir nehmen eine Tour an, wo nicht mal die variablen Kosten gedeckt sind. Also wo der Umsatz kleiner ist als die variablen Kosten. Das kann manchmal sogar der richtige Weg sein, obwohl das eigentlich eine schreckliche Geschichte ist. Denn wenn sozusagen in dem Fall der Umsatz der kleiner variable Kosten ist, höher ist als die variablen Kosten, größer ist als die variablen Kosten bei einer Leerfahrt, denn wären, ist es trotzdem die richtige Entscheidung, diese Dumping-Tour hier zu fahren, auch wenn man damit noch nicht mal Diesel und Maut raus hat. Weil der LKW muss ja irgendwie wieder zurück.
Was man in dem Fall dann beachten muss oder was man in dem Sinne machen muss, ist ein Kundenrating. Wir müssen uns dann überlegen, wir haben hier einmal den Kunden AB und sagen wir, das da unten wäre der Kunde CD. Der AB ist der gute Kunde, weshalb wir überhaupt losfahren. Der Kunde CD ist der böse Kunde, weshalb wir, oder der Kunde als Mittel zum Zweck, weil wir müssen ja irgendwie zurückkommen. Das heißt, letztendlich müssen wir analysieren, welcher Kunde ist überhaupt verantwortlich, dass mein LKW fährt. Das ist in dem Fall Kunde Blau. Der ist dafür verantwortlich, dass wir hier von A nach B überhaupt fahren und auch von C wieder zu D müssen, also von A nach A zurück sozusagen. Und jetzt muss es so sein, dass wenn wir diesen ganzen Umlauf planen, wir müssen quasi in Umläufen denken in dem Fall, dann muss sozusagen dieser blaue Kunde, muss nicht nur, also der Umsatz von Blauen muss nicht nur die Strecke AB tragen, sondern der muss zusätzlich das tragen, was die Strecke CD nicht hergibt. Also sozusagen das, was bei Kosten von C nach D minus Umsatz von C nach D noch übrig bleibt. Das muss der auch tragen. Sonst können wir den ganzen Umlauf vergessen. Das heißt, es kann sein, und es ist manchmal so, dass wir einen Kunden zu sehr belasten wegen dem anderen. Das ist aber eigentlich dieses Marktprinzip. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wir müssen den Kunden auch klar machen, dass sie manchmal auch für schlechte Kunden mitfahren müssen, weil andernfalls lohnt sich die Gesamtstrecke nicht, dann braucht man gar nicht loszufahren. So, ihr seht, das ist eine unheimlich komplizierte Sache. Ich habe jetzt hier eine ganze Tafel vollgeschrieben und da könnte man noch drei weitere Tafeln vollschreiben. Wenn du oder jemand, den du kennst, da Interesse oder noch mehr Fragen hast oder denkst, wow, ich finde das Thema nicht zu trocken, sondern ich will da noch viel mehr drüber wissen, ich will Beispielrechnungen haben oder ich möchte vielleicht mal von euch eine kompetente Beratung haben, die das Ganze mal in meinem Unternehmen durchzieht, können wir das machen, schreibt uns einfach eine E-Mail. Bisher haben wir Unternehmensberatungen in kleinen Bereichen bei unseren Partnern durchgeführt, aber noch nicht im Ganzen irgendwo. Das machen Unternehmensberater teilweise. Ich denke aber, wir, weil wir aus der Praxis kommen, könnten das auch. Und wir haben immer Freude, Partnern zu helfen oder anderen zu helfen, die auch gerade an den Start gehen, weil wir letztendlich dadurch auch profitieren. Zum einen, wir lernen auch von denen und vielleicht ergeben sich dadurch auch tolle Zusammenarbeiten. Wer jetzt Interesse irgendwo hat, mit uns dahingehend in Kontakt zu treten, dass man mir mal drüber schauen oder wir uns mal austauschen, wie so unsere Umsätze, unsere Kosten sind und mal gucken, wo liegen wir da gegenseitig oder wie kalkulieren wir, wie kalkuliert ihr, wie kann man da was besser oder schlechter machen, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter der E-Mail-Adresse, die schreibe ich auch noch unten in die Kommentare rein und ich hoffe, euch hat es gefallen oder dir hat es gefallen und ich verspreche auch, demnächst kommen wieder ein bisschen lebendigere Videos. Mach's gut und hab einen schönen Tag bei dem guten Wetter.